In diesem Video zeige ich dir eine Anwendungsübung zum Vorgangspassiv und zwar für die Zeitform des Perfekts, also der Vergangenheit. Bevor wir zu den Übungen kommen, wie immer zuerst ein kurzer Überblick über die Bildung. Wir haben hier eine dreiteilige Bildung vorliegen. Beginnen mit dem Hilfsverb von sein im Präsens, also in der Gegenwart, immer abgestimmt auf die Person des Subjekts oder auf das Nomen, das davor steht. Dann haben wir für das Vollverb müssen wir das Partizip 2 verwenden, also das Mittelwort der Vergangenheit oder auch dritte Stammform genannt. Und schließlich der dritte Teil besteht aus dem Wort worden. Kommen wir nun zur Übung und zur Anwendung. Erstes Beispiel: Die Häuser sind von uns gebaut worden. Hier sehen wir gut die dreiteilige Bildung, beginnend mit dem Hilfsverb sein, abgestimmt auf die Mehrzahl des Nomens, das davor steht. Dann haben wir von bauen verwendet, das ist ja hier das Vollverb, das Partizip 2 und dann kommt noch das Wort worden. Nächster Satz, die Niederlage ist von mir gerecht worden. Hier haben wir wieder eine Bildung und zwar dieses Mal ist das Hilfsverb in der Einzahl, also im Singular. Dann haben wir wieder eine Bildung mit der Mehrzahl, mit Schuhe. Die Schuhe sind von ihr geputzt worden, lautet hier die Lösung. Dann haben wir das Feld ist vom Bauer bestellt worden. Dann haben wir wieder eine Mehrzahlbildung, die Ohrringe sind von ihr gekauft worden. Und wir sehen schon, die Übung ist eigentlich gar nicht so schwer, beziehungsweise die Bildung des Vorgangspassiv im Perfekt. Der LKW ist vom Chef repariert worden. Dann haben wir im nächsten Beispiel, der Dieb ist von der Polizei verhaftet worden. Bei den letzten zwei Beispielen haben wir die dritte Stammform oder Partizip 2, die nicht mit der Vorsilbe G gebildet wurde, also repariert und verhaftet. Dann haben wir die Bücher sind von ihr gelesen worden. Hier haben wir wieder eine normale Bildung im Partizip 2 und die Geiselnahme ist von ihnen beendet worden. Und schließlich der letzte Satz, die Show ist vom Redakteur abgesagt worden. Das war die Bildung des Vorgangspassiv im Perfekt.